Hallo und herzlich willkommen beim Invest in Best YouTube Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und heute mit dem Thema der Infokrieg. Es geht auf der Welt so richtig zur Sache. Viele bekommen es ja gar nicht mit, sind die ganze Zeit beschäftigt mit den Corona-Lockdowns oder mit den aktuellen Corona-Zahlen, wie es sich derzeit auf der Welt entwickelt. Und die meisten Menschen haben Angst, oh, kommt jetzt vielleicht der nächste Lockdown oder vielleicht kommt auch für die Anleger der nächste Börsencrash. Aber während gerade die Medien die ganze Zeit über diese Themen sprechen und jedes Land mit sich selbst beschäftigt ist, passiert gerade außerhalb unserer Grenzen etwas ganz, ganz Gewaltiges. Nämlich im Osten unserer Welt, also von unserem Bereich in Europa und Amerika im Osten. Da geht es richtig zur Sache und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen in die Geopolitik, ja, einen kleinen Ausflug natürlich machen. Schauen uns an, was da gerade abgeht, denn was in China, Indien, Nordkorea, Südkorea, Israel, aber auch in der Türkei derzeit passiert, das wird von sehr vielen komplett unterschätzt. Viele wissen es gar nicht, Hannes. Und da haben wir uns eben heute gedacht, lass uns doch etwas aufklären, weil da brodelt es und die Kriegsgefahr ist enorm hoch, muss man einfach sagen. Absolut, Benjamin. Also schauen wir uns den ersten Krisenherd an. Viele meinen, der Krisenherd USA ist der größte Krisenherd, was momentan herrscht, dass man den Wahlkampf, der Vorwahlkampf hat voll und ganz begonnen. Biden-Trump heißt das Schlachtfeld von Sleepy Biden, Sleepy Joe, wie es Trump ihn gerne nennt, hört man relativ wenig. Man bekommt mit, dass er relativ sich mit der schwarzen Community connecten will, dass er eine schwarze Vizepräsidentin wünscht, um das Frauenthema, um das schwarzen Thema, die Quoten alle abzudecken. Politik des vergangenen Jahrhunderts in meinen Augen. Ich bin da einfach kein Freund davon. Ich bin jetzt auch kein Trump-Freund unbedingt, aber ich bin ein Freund der klaren und deutlichen Worte und nicht unbedingt der Political Correctness. Und deswegen finde ich Quoten Frauen und Quoten Minderheiten generell nicht so gut. Menschen durch Leistung sollen hervorstechen. Menschen, die was zu sagen haben, sollen auf die Bühne treten und nicht unbedingt aufgrund diverser anderer Sachen. Wie gesagt, Tulsa war letzte Woche die Wahlkampferöffnung oder der Wahlkampf-Restart mehr oder weniger von Trump. Da wurde ihm übel mitgespielt. Es wurden Tickets im Vorfeld gebucht von Menschen, die gar nicht kommen wollten und auch nicht gekommen sind. So war er fast in einer halbleeren Halle und sprach zu den Menschen. Ich glaube, da kommt eine direkte Antwort von Trump dann retour zu den Demokraten. Da wird es noch richtig spannend werden. Also auch wenn die Zahlen momentan so aussehen, wenn der Wahlkampf schon entschieden wäre, glaube ich den nicht so. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Donald Trump eine große Chance hat, diese Wahl im November zu gewinnen. Während die Amerikaner und die USA mit sich selber beschäftigt sind, auch Europa mit sich selber mehr als beschäftigt ist, geht es auf der Welt aber richtig zur Sache, Benjamin. Wir haben das angesprochen, wir haben Indien-China, einen riesen Konflikt, der schon seit Jahren schwellt. Und jetzt hat es einen tragischen Zwischenfall an der Grenze gegeben. Genaue Informationen zu bekommen, warum und wie es sich genau zugetragen hat, ist ganz, ganz schwer. Wir breiten da unsere Fühler derzeit aus, unser Netzwerk, damit wir was Genaueres erfragen. Aber hier droht was. Es sind 60 Soldaten, Fakt ist, es sind 60 Soldaten, 40 chinesische, 20 indische Soldaten umgekommen bei einer kriegerischen Auseinandersetzung. Also man kann an und für sich, auch wenn die Staaten sich noch keinen Krieg erklärt haben, aber schon von einem kriegerischen Akt natürlich sprechen. Und der indische Präsident spricht auch davon, dass das Volk entsetzt ist und mehr oder weniger sinngemäß wiedergeben nach Vergeltung ruft. Das wird ein riesenspannendes Thema, vor allem wenn man bedenkt, dass Indien Riesenprobleme mit dem Coronavirus, Riesenprobleme wirtschaftlicher Natur hat, sich mit USA sehr angenähert hat und die USA und China natürlich ein Riesenproblem mit zusammen haben. Also da ist, sage ich mal, ein riesen Sprengpotenzial Nummer eins auf der Welt für einen Weltkrieg oder für eine kriegerische Sache, die ganze Welt betrifft, vorhanden. Das zweite Thema ist Nord-Südkorea, Benjamin. Gell? Da hat es ja von der Zeit ausgesehen, als wenn Donald Trump hier eine friedliche Lösung auf den Weg bringen würde, besser das Verhältnis mit USA, damit auch mit Südkorea, mit den Verbündeten der USA, ja. Hat alles sehr, sehr positiv ausgesehen.
Heute sieht es anders aus. Heute sieht es anders aus, und zwar die Südkoreaner haben die Nordkoreaner provoziert mit dem Abwurf von Flugblättern, mit Information sozusagen. Und die hat den Nordkoreanern gar nicht geschmeckt. Kurz darauf flog das Verbindungsbüro in die Luft. Ja. Und jetzt droht Nordkorea mit einer furchtbaren Vergeltung, indem sie Millionen von Flugblättern nach Südkorea abwerfen. So, also ich glaube jetzt, die Millionen von Flugblättern nach Südkorea werden die Südkoreaner relativ kalt lassen. Ob bei den Flugblättern noch weitere Präsente der Nordkoreaner mit versteckt sind, ich hoffe es nicht, aber bleibt abzuwarten. Hier geht es auf alle Fälle richtig, richtig zur Sache. Und ähnlich spannend ist auch in Australien. Australien, muss man wissen, ist ein Mitglied der Five Eyes. Die Five Eyes Allianz ist eine Geheimdienstallianz, die, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, bestehend aus Australien, Kanada, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich. Und diese Five Eyes haben natürlich überall ihre Augen, wie der Name schon sagt. Und damit ist natürlich Australien auch ein Angriffsziel feindlicher Mächte. Australien wurde cybertechnisch die letzten Monate und ganz aktuell letzte Woche angegriffen. Kritische Infrastruktur wurde angegriffen, Krankenhäuser, Medizineinrichtungen, Strom, Wasser, Elektrizitätswerke, also wirklich massiv. Der Angriff konnte anscheinend abgewehrt werden. Man will es nicht aussprechen, aber man vermutet, dass China hinter dem Angriff steckt, weil einfach sehr, sehr weniger in der Position sind, logistisch so eine immense Leistung zu vollbringen. Somit natürlich ist da auch die Spannung kräftig drinnen, sage ich mal. Und China und Australien machen sich da nicht momentan unbedingt gegenseitig beliebt. Es wirkt irgendwie so, als würde sich China komplett isolieren auf der Welt. Wie kommt dir das vor, Benjamin? Ja, es ist natürlich die CCP, also die China Communist Party, ist natürlich, wie soll ich sagen, führt jetzt nicht unbedingt eine Politik des globalen Zusammenhaltens auch, sondern vielmehr des globalen Rausziehen. Man nimmt sich, was fürs Gutlernen ist, aber man lässt nichts anderes irgendwie neben sich noch großartig wachsen. Man möchte mehr oder weniger ja auch schon fast schon ja, protektionistische Maßnahmen, die China da auffährt. Es geht alles nur im Eigeninteresse. Die haben mehr oder weniger schon das übernommen, was die USA mit ihrem Imperialismus einfach über die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Und das China sagt sich jetzt auch, nein, wir können das genauso und immer mehr in Konkurrenz quasi mit der Weltmacht USA. Deswegen haben wir ja global derzeit so extreme Spannungen. Aber eben nochmal zu dem Thema, weil wir ja das Video-Infokrieg genannt haben. Wir haben jetzt eben diese Debatte gehabt, wie gesagt, mit Trump, dass da irgendwie eben diese Tickets verkauft worden sind, absichtlich, damit man ihn blöd ausschauen lassen kann, dass da nichts los ist, um quasi seine Stimmung schlechter zu machen. Also es wird hier mit Mitteln derzeit gearbeitet, wie man es eigentlich so, ja, wie gesagt, so nicht kennt. Man kann eigentlich man weiß gar nicht mehr, was irgendwie real ist, und eben dieser Infokrieg, der stattfindet, auch in Australien und China. Alles ist digitalisiert. Man kann mittlerweile heute via Knopfdruck mit einer Tastatur, mit einem Computer Infrastruktureinrichtungen angreifen, die man früher nicht angreifen hätte können, ohne physisch vor Ort zu sein oder sowas. Ja, ein Flugzeug hinschickt, dass man in die Luft jagt oder sowas. Heute greife ich einfach von irgendeinem Standpunkt an und lege eventuell das ganze Land lahm oder verbreite halt Falschnachrichten, das riesengroße Konsequenzen hat. Und ich glaube, gerade dieser Infokrieg, Hannes, auch das ist sinnbildlich am Ende dieser großen Generationenzyklen, wenn einfach dann die Weltwirtschaft ihren großen Zenit erreicht hat, wenn einfach Dinge aus den Ufern einfach überquellen und einfach nichts mehr weitergeht und mehr oder weniger der Kontraktionsmodus so richtig an Fahrt aufnimmt, und das tut er derzeit weltweit, dann versucht mehr oder weniger jeder, sich irgendwie noch den anderen ins Wasser runterzudrücken, und dann ist natürlich der Nährboden für ganz großen Konflikte auch enorm hoch. Und Hannes, ich glaube, was man unbedingt heute noch erwähnen müssen, ist ja auch, was im Mittleren Osten passiert. Weil ich glaube, wir haben ja auch immer in unseren Seminaren gesagt, der Mittlere Osten ist für uns, ist für uns der absolut heißeste Platz für eine kriegerische Auseinandersetzung. Da geht es einfach um die Rohstoffversorgung der nächsten Jahrzehnte. Es geht um ganz, ganz viel. Natürlich geht es auch darum, China zu schwächen, besonders von Seiten der Amerikaner. Aber das können sie im Mittleren Osten besser machen wie nirgendwo anders. Und dort, mehr oder weniger, haben sie auch die Kapazitäten, die Amerikaner, weil sie ja über die letzten Jahrzehnte die ganzen Truppen aufgebaut haben dort und mehr oder weniger alles eingekesselt haben. Aber die Frage ist doch, was passiert da? Und ich glaube, weniger haben davon mitbekommen, Hannes, ist die Türkei und Israel. Ja? Das mit Benjamin Netanyahu zum Beispiel und Corona. Lass uns über das Thema mal sprechen, weil ich glaube, das passt einfach alles unglaublich gut zusammen. Aber ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Risiko für einen absoluten, ja,
eventuell einer kriegerischen Auseinandersetzung, die da unten stattfinden könnte bald. Absolut, Benjamin, das ist ganz richtig. Also, wie gesagt, die Türkei droht ja offen Israel damit, dass es nicht akzeptieren wird, dass Israel weitere Gebiete wie Judäa annektiert. Und da ist ein offener Konflikt schon im Schwelen. Genauso bereitet sich Israel seine Defense massiv vor. Und es ist natürlich wieder ein lustiger Zufall oder auch nicht, dass genau gestern, wo die ganzen Papiere auch aufgetaucht sind, dass die Defense massiv ausgebaut wird, dass sich Israel da kräftig vorbereitet, aber auch die Türkei kräftig vorbereitet, dass dann zugleich Benjamin Netanyahu wieder sagt, Achtung, die zweite Welle, Corona ist hier, Menschen, stellt sich darauf ein, dass der zweite Lockdown droht. Also ganz, ganz spannend, wie gesagt, was da zusammenhängt und was nicht zusammenhängt, ist momentan einfach nicht mehr durchsehbar. Man muss einfach die Dinge glauben, die man hört. Man kann sich nur bestmöglich selber schützen. Und es ist ganz, ganz schwierig, auch noch für sich da noch irgendwo was rauszufiltern. Aber ich glaube einfach, es macht Sinn, zwischen den Zeilen, zwischen den Nachrichten etwas zu lesen. Super Punkt, Hannes. Filtern, das ist das Wort. Filtern und für sich das Beste oder die Wahrheit mehr oder weniger dann auch somit rauszufiltern, um reagieren zu können. Wie gesagt, jeder Mensch hat seine Filter in der Sprache. Wir tilgen, wir verzerren, wir generalisieren. Das ist die Kommunikation von jedem Menschen ist einfach so aufgebaut. Und das sollte man einfach wissen und sich selber ein bisschen aneignen. Okay, welche Sachen filtere ich bewusst und welche unbewusst? Was wird mir so vorgegeben? Wie werde ich vielleicht von den Medien auch ein Stück weit manipuliert? Wo will man die Massen einfach haben? Und dann kann ich das im ganz großen neuen Licht nochmal anschauen. Es ist in meinen Augen kein Zufall, Benjamin, dass die westlichen Länder momentan alle mit sich selber beschäftigt sind. Die USA hat einen bürgerkriegsähnlichen Zustand. Also wie gesagt, jeder, der was anderes sagt, soll sich die Städte einfach anschauen. Und die USA sind wirklich kräftig mit sich, mit ihrem Wahlkampf, mit ihren Themen beschäftigt. Ja, absolut, auch Europa, in Europa dasselbe Bild. Wir sind alle mit unserem Brexit, Green Deal, Black Lives Matter etc. mit so vielen sozialen Unruhen Themen beschäftigt, dass man gar nicht mehr momentan die Kapazität hat, großartig in die Welt reinzuschauen. Und währenddessen bricht einfach die gesamte Weltstruktur komplett um. Wenn der Nahe Osten in die Luft fliegt, dann trifft das die ganze Welt. Ganz vorne natürlich Europa und die USA. Man muss aber auch ganz klar sagen, wenn der Nahe Osten in die Luft fliegt, trifft das mehrere Länder. Und da die Frage, Benjamin, was haltest du von dem Gedanken, dass vielleicht Russland und USA eine neue Allianz eingehen können? Aber man muss ja sagen, beide sind momentan ein bisschen von den Saudi-Arabern und von den anderen Gebieten da unten unter Druck gesetzt. Wäre das eine neue Strategie, eine neue mögliche Weltordnung? Das ist auf jeden Fall etwas, was keiner am Schirm hat, weil natürlich durch die Sowjetunion damals das Vertrauen der Amerikaner zu den Russen natürlich dementsprechend vernichtet worden ist. Aber allerdings ich glaube sogar, wenn sich Russland und USA zusammentun würde, ja, dann wäre natürlich Europa mit in der Allianz in Russland, was ja auch sehr zu begrüßen sein würde, weil die eurasische Supermacht Europa und Russland, ganz ehrlich, da kann uns niemand mehr das Wasser irgendwie abnehmen. Da sind wir die Ersten in der globalen Weltordnung. Das wäre ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde das sehr begrüßen, wenn Europa und Russland einen Weg gehen könnte. Mit den Amerikanern natürlich ein großer Wunschgedanke, jetzt ehrlich. Aber China damit zu isolieren, selbstverständlich, das ist ja eigentlich dann, das wäre die Strategie. Ich meine, die Frage, Putin kann sich jetzt mehr oder weniger entscheiden. Ja, gehe ich mit den Chinesen, was er bis dato ja getan hat und auch an Seiten China natürlich steht. Aber es ist schon ein lustiges Gedankenspiel, wenn man wirklich sagt, okay, Putin geht vielleicht mit den USA. Und was dann mit China passiert, das ist dann schon sehr, sehr heiß. Und dann kann natürlich China auch nicht mehr viel anrichten, ja, wenn es, ganz ehrlich, Russland und USA zusammen. Ja, und dann Europa natürlich das quasi in der Mitte drin, im Sandwich, glaube ich nicht, dass da China noch eine Chance hätte. Das wäre, glaube ich, für den Weltfrieden auch das Allerbeste, muss ich jetzt ganz klar sagen. Ja, das wäre das Allerbeste. Allerdings, Benjamin, da hast du einen kleinen Denkfehler. Und zwar, ich würde deine Vorstellung begrüße genauso, wenn man genauso mein Traum. Nur das Problem ist, ich glaube, Europa ist dem Putin von morgen, den Russland von morgen etwas zu kommunistisch veranlagt. Ich glaube nicht mehr. Klingt lustig, aber ist so. Also wie gesagt, wir erleben es in Europa, in UK, ehemaligen EU, überleben wir es, dass die Pfadfinderstatuen niedergerissen werden. Überall werden alle an und für sich die
Gründer, viele Menschen, die was geleistet haben und auf einmal in ein zwielichtiges Licht gestellt werden, werden Statuen niedergerissen und zur gleichen Zeit feiert Gelsenkirchen die Lenin-Statue groß. Also ich weiß nicht, ob da Russland und Putin so eine Freude mit den kommunistischen Staaten von Europa haben werden. Von dem her schaut die Bilanz vielleicht ohne Europa aus. Vielleicht sind wir doch dabei, würde mich auch freuen. Auf jeden Fall sehr, sehr heftige Info, muss ich sagen. Und ja, gerade das mit den Statuen, ja, das ist ja auch so sinnbildlich. Am Ende dieser Zyklen, wenn einfach die Statuen fliegen, ja, und das ist immer ein Zeichen von Revolutionen. Immer, ja, wenn einfach das System, die aktuellen Strukturen zusammenbrechen, das Vertrauen in die Institutionen wegbricht, die Politik versagt hat und die Menschen aufbegehren. Und das ist jetzt eben dieser Generationenkonflikt, der gerade stattfindet, die jungen Millennials und Zetas, also Generation Z, gegen mehr oder weniger die politischen Strukturen, die von der Boomer-Generation nach dem Krieg erschaffen worden sind. Und diese Strukturen, meine lieben Zuhörer, die werden jetzt fallen. Mit diesen fallenden Strukturen gibt es natürlich extreme Auswirkungen für ihr Vermögen. Extrem, ganz, ganz heftige Auswirkungen gibt es hier. Deswegen haben wir auch bei Invest in Best unsere Seminare gemacht. Wenn jemand Lust darauf hat, wir haben einen kostenlosen Welcome-Kurs hier unter diesem Video. Da könnt ihr euch sehr gerne anmelden. Wie gesagt, holt euch irgendwas raus, was euch gefällt davon. Es ist völlig kostenlos. Es sind super viele Informationen dabei und schon ein kleiner Hint, wo es circa hingeht jetzt auf den Finanzmärkten in den nächsten Jahren. Und würde uns natürlich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt. Ganz wichtig, schaltet die Glocke ein, abonniert unseren Kanal und kommentiert auch mit, was ist der nächste geopolitische Hotspot, was glaubt ihr? Wird uns auch super interessieren. Von meiner Seite hat wieder sehr viel Freude gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Hannes, super viele Informationen heute wieder gebracht. Und vergesst bitte niemals, die Zyklen schlafen nie. Nutzen wir deshalb die Chancen daraus. Wir freuen uns aufs nächste Video und bedanken uns fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.